Guten Tag auch. Ich berichte heute über das Eröffnungsspiel der 49. Bundesliga-Saison. Der BVB empfing den HSV. Bevor ich irgendwas zu dem Spiel sage, erinnere ich einfach nochmal an das erste Video, in dem ich gesagt habe, dass es sehr leicht ist, einfach zu kritisieren. Und ich denke auch, dass die Verantwortlichen beim HSV das Spiel BVB gegen HSV gut analysieren werden und ich bin auch der Überzeugung, dass das gestrige Spiel nicht das Maß der Dinge sein wird, zumindest was den HSV angeht und seine spielerischen Leistungen. Ich bin allerdings der festen Überzeugung, dass das gestrige Spiel eine erstklassige Werbung für den deutschen Fußball und die Bundesliga war. Es wurde ja auch in 199 Länder übertragen. Chapeau auch für die großartige Kulisse. Am besten beim Spiel aus der Sicht des Hamburger Sportvereins fand ich die Fans. Das muss ich ganz klar mal sagen, was die gesungen und gefeiert haben. Hut ab, das war einfach großartige Klasse. Der BVB hat zu Recht und verdient mit 3:1 gewonnen und hätte er seine Chancenverwertung besser genutzt, dann wäre es auch sicherlich eine Riesenklatsche für den HSV geworden. So stand es zum Ende 3:1. Die Tore schossen aus BVB-Sicht Großkreuz mit 2 Toren und Götze. Und in der letzten Phase des Spiels, in der 79. Minute, schoss Tesche das 3:1, den Anschlusstreffer in Anführungszeichen. Was aus HSV-Spielsicht zu berichten ist, ist einfach, dass der HSV noch in der Abwehr arbeiten muss. Das ist ganz klar. Vor allem hat er eine Schwierigkeit, wenn er mit defensiven Kräften auch nach vorne geht, hat er die Schwierigkeit, dass bei Kontern einfach zu wenig Leute in der Mannschaft hinten sind und die Raumdeckung bei dem gestrigen Spiel war einfach auch nicht optimal. Aber ansonsten, wie gesagt, auch wenn ich das als HSV-Fan so sagen muss, der BVB hat grandios gespielt, das war temporeiches und trickreiches Fußballspiel auf allerhöchstem Niveau und der HSV hat gute Anzeichen gezeigt. Ich denke, dass vor allem die Offensivkräfte auch noch mehr mitarbeiten können und sollen. Aber wie gesagt, das war das erste Spiel der Saison. Und für mich steht einfach fest, dass der HSV durch den notwendigen Umbruch schon erstmal kleinere Brötchen backen muss und da sind wir Fans gefordert. Ich denke, dass es nicht damit getan ist, wenn wir als Erfolgsfan auftreten, sondern einfach als Fans, die die Mannschaft anfeuern, die hinter dem Verein stehen und die Entwicklung mittragen, auch wenn es da umgeht, auch in dieser Saison nicht unbedingt in die internationalen EL oder CL Plätze zu kommen, weil ich denke, der HSV wird, da gehe ich mit dem Herrn Uwe Seeler überein, einfach eine sehr schwierige schwierige Saison spielen. Das ist einfach so und ich möchte noch eins sagen, dass das gestrige Spiel nicht zu werten ist, um zu sagen, hoch, der HSV wird absteigen oder oh, jetzt wird's total schwierig. Ich denke, nach 10 oder 15 Spielen wird man so eine Tendenz sehen können. Wie gesagt, ich freue mich jetzt einfach, dass die Bundesliga-Saison losgegangen ist und in diesem Sinne nur der HSV.